Moin Leute, heute gibt's wieder ein Match um den Pokémon-Titel. Weil viele, also ja, die meisten, die in dem Match mit drin waren, das so wollten. Weil sie neidisch waren, dass Leon den Titel gewonnen hat. Deswegen gibt's jetzt ein Extreme Rules Triple Threat Match. Aber Pete fällt weg, weil Dessler und Sadie meinten halt, sie wären die einzigen richtigen Pokémon-Fans. Und Leon muss ja dabei sein, weil er den Titel hat. Und ihr habt wahrscheinlich schon die neue Kleidung von Dessler bemerkt. Er trägt in dem Match seine Sexkleidung. Vielleicht gibt ihm ja Glück. Und los. Ist diesmal wieder eine erstelltere Arena von mir. Aber nicht die Bellatrix Arena, sondern die Strandarena. Immer diese Ladezeiten. Ich weiß nicht, warum ich das Logo, warum ich den Ladescreen von Raw ausgewählt habe. Ich hätte eigentlich SummerSlam nehmen müssen. Das wäre besser gewesen. Oder Bash at the Beach. Wovon ja auch das Logo ist. Und los geht's. Deslas Kleidung, die gibt ihm Glück. Er hat halt zwei Kleidungen, einmal die originale Dealer-Kleidung und dann seine Sex-Kleidung. Guck, er wird gleich schon von hinten genommen. Und schubst beide weg. Beide gehen einfach auf ihn. Los, Dassler, werde ich. Okay. Dassler wirft erstmal das Handy raus und geht hinterher. Leon springt raus. Die greifen sich alle gegenseitig an. Leon mit dem Konter. Aber Dessler schlägt ihn von hinten. Knockt ihn aus. Schon wieder ein Dropkick von Leon. Und diese Dropkicks. Los, Dessler, die Kleidung gibt dir doch Power. Ja, ich habe mir gerade ein Stück Haut vom Finger abgebissen und das tut jetzt weh. Will wahrscheinlich niemand wissen, aber es ist schmerzhaft. Leon knockt alles aus. Er will halt seinen Titel verteidigen. Und Sadie mit dem Single Leg Boston Crab, aber außerhalb des Ringes. Oh, schöner Running Headbutt von Dazzler. Jetzt kommt der Suplex. Er wird geschlagen, aber kontert es natürlich. Mit einem Vorarm Smash. Und kassiert einen Standing C-Fire. Kommt schon, das ist ein Extreme Rules Match. Es muss doch mal wer den Vorschlaghammer, den Stuhl, den Kendo-Stick oder sonst was holen. In 2K17 soll es ja wieder die Mülltonnen geben. Das wird geil. Schon wieder Standing C-Fire gegen Dessler. Irgendwie gehen alle auf Dessler, sieht nicht gut für ihn aus. Oh, doppelteil Sugiri. Obwohl ich glaube, das von Sadie war ein Dropkick. Weiß ich aber nicht genau. Tag Team Aktion. Jetzt sind beide gegen Sadie.
Deathlord, du hast es kaputt gemacht. Jetzt sind anscheinend wieder alle gegen alle. Deathlord nicht immer von hinten angreifen, das ist frech. Hurricane Runner von Sadie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Leona hat bisher am wenigsten kassiert und Dessler mit der Treppe. Fies von hinten. Jetzt schlägt Dessler einfach doch auf ihn drauf mit der Stahltreppe. Das gibt ordentlich Schaden. Und wirft ihn gegen den Ringpfosten. Jetzt wird Dessler aber wieder von hinten angegriffen. Knallt mit dem Kopf gegen die Treppe. Und wird auch gegen den Ringpfosten geworfen. Neckbreaker gegen Leon auf die Treppe, das schmerzhaft. Und Dessler mit dem Death-DT. Wie gesagt, die Kleidung gibt ihm halt Kraft. Er wirft Leon schon wieder gegen den Ringpfosten. Diesmal gegen den Ring an sich. Sadie macht irgendwie Dropkicks ins Nichts. Och, könnten die mal wieder rein in den Ring? Das wird langweilig langsam. Sadie mit dem Power Slam. Ich glaube, das war eine Art Power Slam. Und Dessler wird ausgekontert. Oh mein Gott, Tornado DDT. Aber Sadie liegt jetzt selber am Boden. Was macht Dessler da? Er rollt sich einfach rum. Jetzt greift Dessler von hinten an. Er hat gerade gedealt, habt ihr es gesehen? Er hat einmal genickt. Oh mein Gott, Dessler, den Move hat er doch auch in der Schule gemacht, bei dem kleinen blonden Opfer. Das ihn beleidigt hat. Und angespuckt hat. Los, Deathlure, nicht mal außen stehen, auch mal eingreifen. Ja, geht doch in den Ring. Och, Dessler, was machst du da? Dessler, du Lappen. Dessler rastet wieder aus. Kassiert aber den Neckbreaker. Und Leon schlägt auf ihn ein, aber Dessler stürzt einfach nicht. Und wirft Leon weg. Sadie jetzt mit der Treppe. Das könnte gefährlich werden für Leon. Jetzt kassiert er richtig. Dessler schafft sich auch eine Treppe. Und nimmt doch mal was anderes als die Treppe. Unter dem Ring liegt ganz viel Zeug. Und
Dazzler. Ja, jetzt sind sie endlich mal wieder alle im Ring. Dazzler wurde erstmal umgelegt. Er wollte es auch bei Leon machen, aber springt ins Nichts. Jetzt hat die kontert wieder, Leon kontert auch. Und Dazzler wollte sich einmischen, aber hat es nicht geschafft. Oh mein Gott, Dazzler greift an. Oh mein Gott, Bella Buster! One, two. Oh, das hätte der Sieg für Dazzler sein können. Vorarm Smash in die Ecke. Oh mein Gott, Code Blue. One, two, three. Sadie hat gewonnen. Oh mein Gott, tut mir leid, Dazzler, du hast wieder nicht gewonnen. Aber der Titel hat den Besitzer gewechselt. Da macht Dazzler sein Bella Buster. Sein Finisher. Boah, Leon kommt raus. Er ist Sadie mit dem Vorarm Smash und macht den Code Blue bei Dazzler. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war der Code Blue. Und Sadie ist Pokémon Champion. Ein feierlicher Sieg. Nicht. Weil es der Pokémon-Titel ist. Verdammt nochmal. Ciao.